Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Levin Gaming. Heute gibt es die sechste Folge meiner FM-Karriere. Ja, ich hoffe, wir können heute einige Spiele gewinnen. Ich hatte vor, also in meiner Planung war, dass wir mindestens den September schaffen. Also Leverkusen und dann mal gucken, was wir noch so schaffen werden. Ja, Team geht momentan ganz gut. Wir sind der Erste wegen der Tordifferenz. Und spielen gegen Barcelona. Wird jetzt nicht so leicht. In Barca direkt. Okay, wechseln einige. Und dann geht's auch heim gegen Nürnberg. Da werde ich dann, denke ich, etwas rotieren. Weil gegen Barcelona müsste jetzt echt, ist echt ein kräftezerrendes Spiel. Scouting abgeschlossen. Da werde ich, denke ich, mal reingucken. Stärkster Spieler auf dem Feld ist Messi. Ich werde, denke ich, mal in den Scout-Bericht reingucken. Ob da irgendein Talent ist. Ja, Dembélé, kommt der von Dortmund? Alaina, nee. Vielleicht Arthur. Den werde ich erstmal hier behalten. Und die können alle weg, weg. Sehe ich jetzt kein Talent. Nee, hier auch nicht. Ja, gut. Warten wir erstmal Arthur hier. Jugendscout. Axel Witzel ist wieder fit. Ich rede mal hier mit Toprak. Im nächsten Spiel bräuchte ich in Topform. Okay, Alcacer. Nee, da sage ich mal gar nichts. Maximilian Eggestein, die Neuverpflichtung. Du trainierst sensationell. Der ist jetzt auch in der letzten Folge nochmal neu dazugekommen, als auch Erdbeer Gaming hier war. Ich denke, die Aufstellung kann ich so lassen. Weigel. Ja, Eggestein wird erstmal auf der Reservebank. Muss, der braucht erstmal ein bisschen. Ake für Diallo. Und Wolf ist Sancho. Ich lasse den doch spielen. Gut, dann starte ich jetzt rein. Mache ich hier mal auch eine Sofortberechnung. Heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ich hoffe einfach, es wird nur eine knappe Niederlage. Weil ich rechne sowieso nicht damit, dass wir Erster werden. Klar, man kann sich das als Ziel setzen, aber ich gehe davon nicht aus. Nicht gegen Barcelona. So, das ist ja eher einer, der die Champions League auch gewinnt und wir sind eher so einer fürs Achtel- bis Viertelfinale. Aber zur Halbzeit steht es 0-0. Und ich habe was vergessen am Anfang der Folge, das werde ich gleich noch machen mit den Taktiken. Da hat sich nämlich was nicht gespeichert. Hier, detailliert. Ne, das hat sich nicht gespeichert. Das werde ich dann jetzt nicht machen. Das werde ich dann gleich machen nach dem Spiel. Jetzt werde ich aber erstmal wechseln. Oh, Reus hat eine 86. Oh, shit. Kommt rein. Sind eigentlich alle gut da. Aber die spielen hier. Defensive läuft. Toprak. Aber ich kann nicht Ake, oder? Nee, ich. Eigentlich muss ich die alle spielen lassen. Weigel kommt. Für wen? Für Delaney. Dann gehen wir ein bisschen defensiver. Spielsystem. 4-5-1. Defensiv. Nee. 5-1 normal. Nee. 5-1 klassisch. Nee. 5-1 offensiv. Ja, schon. Ach, egal. Ist ehrlich, tue ich jetzt einfach mal ins DM. So. So. Gut, Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Assistent. Alle Spieler werde ich weiterhin aufwärmen. Arturo Vidal hat sich verletzt. Okay. Gut, 60. Minute. Ich werde noch einmal wechseln. Ich weiß halt, ich bin echt gerade ratlos, weil die spielen an sich nicht gut. Also zumindest die Offensive nicht. Aber noch steht es halt 0-0.
komm. Philipp kommt für Alcacer. Rakitic hat die gelbe Karte gesehen. Pulisic mit dem 1:0, das ist wichtig. Vorlage von Reus. Ah, Rakitic mit dem 1:1. Ah, scheiße. Oh, ja. Upsi. Lag wahrscheinlich auch hier dran. Ja, fuck. Ah, was mache ich jetzt? Sancho für Brand. Ja, Brand macht kein gutes Spiel. Und was passiert hier noch? Nichts mehr, es bleibt bei 1:1. Das ist sehr, sehr gut. Also in Barcelona 1:1. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Okay, die Reserve spielen 0:0. Was? Der Titel ist mit dieser Mannschaft sicher möglich. Was machen sie, wenn sie das tatsächlich schaffen? Wir werden zusammen mit den Fans auf dem Marktplatz eins der größten Feste feiern. Das Leben im Konjunktiv könnte ein schönes sein. Wäre es nicht im Konjunktiv? Dennoch halte ich es nicht für unmöglich. Dann wird gefeiert. Die Folge ist auch zu... Ich gehe davon aus, dass wir die Meile dennoch wäre ich. Mache ich einfach das mit dem Feiern. Selbstvertrauen, Fanbeliebtheit. Das ist gut. Schade. Wir hätten auch gewinnen können gegen Barca, aber mir reicht das Unentschieden, wie gesagt, völlig. Damit hätte ich schon nicht gerechnet. Vor allem in Barcelona nicht. Ich muss einfach nur hoffen, dass das Hinspiel, ach, das Rückspiel, wenn wir da gewinnen, wäre geil. Jetzt haben die, sind ja alle gefühlt hier gut. Und Egge kommt mal wieder rein. Wolf. Und Diallo. Die zweite Mannschaft, da läuft es immer auch noch nicht so gut. Obwohl, naja, die sind Zweiter. Ja, man kann natürlich auch Erster sein, aber Zweiter ist auch schon gut. Aber wieder direkt in der also aufzusteigen, wäre natürlich noch besser. Jugendmannschaft, da geht's, denke ich, noch. Ja. Ja, hier lasse ich das. Oder muss ich hier eigentlich jemand ausruhen? Ja, gut. Diallo kommt mal für ja, Toprak rein. Und Egge darf auch mal von Anfang an für Delaney. Lasse ich ein bisschen rotieren, aber auch nicht so viel. So, dann kann es auch reingehen. Sofortberechnung. Wir verlieren das heute nicht. Herr Gaming, das Spiel des Stadions ausverkauft. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Spiel? Das sind wir. Wir haben starke Stürmer. Mit unseren fantastischen Fans sind wir nur schwer zu schlagen. Das ist, ja. War wieder eine gute Antwort. Moral alle plus 1 und Fanbeliebtheit plus 3. Ja. Eggestein direkt. In seinem Startelf-Debüt mit dem 1:0. Vorlage Pulisic. Alcacer mit dem 2:0. Vorlage Piszczek. Das läuft gut. Bisher 3:0 nochmal Alcacer. Brand mit der Vorlage. Das ist sehr, sehr gut. Ja, 3:1. Okay. Hauptsache, wir. Die kommen jetzt nicht noch mit dem fetten Comeback. Ja. Wolf kommt für Pulisic. Pulisic macht eher ein schlechteres Spiel. Oh, Bürki mit einer 5,0. Wahrscheinlich ist das Gegenteil sein Fehler. Dann lasse ich sonst alles erstmal so. Das sieht sehr gut aus. Und den Rest macht der Assistent. Wärme ich wieder alle auf. 60. Minute. Ich könnte wieder wechseln. Götze kommt für Reus rein. Götze braucht auch ein bisschen Spielzeit. Brandt mit dem 4:1. Sehr, sehr stark. Kubo mit dem 4:2, also unsere Defensivleistung. Gefällt mir gerade nicht. Dann kommt nochmal Philipp für Alcacer. Also gegen Nürnberg 2 Gegentore. Die sind 16, da sind 5:2 Witzel, Vorlage Eggestein, sehr, sehr stark. Ja, 5:2 ist an sich ein gutes Ergebnis, aber die Defensivleistung. Er muss, also gegen Nürnberg 2 Gegentore, das darf nicht passieren. Besonders furios war heute der Auftakt ihrer Mannschaft, Herr Gaming. Bevor der Gegner wusste, was Sache ist, lag ihr Team bereits in Führung. Was haben sie ihren Spielern mit auf den Weg gegeben? Eigentlich wollte ich erstmal abwarten. Ich habe sie richtig heiß gemacht. Wir wollten sie überfallen, dass sie keine Chance haben. Wichtig ist nicht das frühe Tor. Heute hatten wir wirklich
Wir waren hellwach, der Sieg war verdient, Moral alle plus 1. Also mit der Abwehrleistung war ich jetzt nicht so zufrieden, aber mit der Angriffsleistung sehr, sehr zufrieden. So, jetzt geht's auch schon wieder rein in das nächste Spiel fast. Gegen Moskau. Die Reserve gewinnt 2 zu 1 und Witzel ist im Team der Woche. Ja, Witzel geht's wohl anscheinend wieder gut. Nach Anfangsschwierigkeiten ist der wieder glücklich. Delaney spielt dann wieder für Eggestein. Okay, für Toprak, aber Toprak kommt natürlich hier rein für Diallo. Sancho kommt auf die Bank. Weigel auch mit der 80. Also Weigel entwickelt sich gerade besser als Eggestein. Aber Eggestein braucht natürlich auch Zeit. Ich meine, der ist hier erst seit ein paar Wochen. Also der braucht auf jeden Fall seine Zeit. Gut, gehen wir nochmal 10 Kilometer laufen und simulieren weiter. Also gegen Moskau erwarte ich einen Sieg, vor allem zu Hause. Weil wenn wir auch Zweiter werden wollen, müssen wir auch gegen Moskau gewinnen. Brügge sehe ich da eher als viertstärksten der Gruppe. Ja, alle haben einen Punkt, wow. Alle haben 1 zu 1 gespielt, dann wird sich das jetzt hoffentlich mal ändern. Ja. Raf Hakimi werde ich, denke ich, mal auf die Bank setzen, weil der soll sich nicht so verschlechtern. Auch wenn er nur eine Laie ist. Er soll sich jetzt nicht so verschlechtern. Aber den Rest, ich lasse ihn in meiner Liga ein paar Mal spielen, Kagawa und Dahoud. Eigentlich hätte ich das gegen Nürnberg machen müssen, aber denke ich, gegen Augsburg werde ich das dann wieder tun. Wo ein paar schlechtere, die auf der Reservebank sind, auf der Bank dann sind. Du hast gut trainiert, Sancho, sensationell. Ne, kann ich nämlich sagen. Schmelzer. Du hast gut trainiert. Gut, dann starten wir in das Spiel gegen Moskau. Gebt euer Bestes. Okay, nach 5 Minuten. Ne, nach 10 Minuten immer noch ein 0 zu 0. Witzel mit der gelben Karte. Oh ne, noch nicht aufwärmen. Jetzt aufwärmen. Paco Alcácer in der 31. Minute und in der 32. mit dem Doppelschlag. Witzel und Delaney mit den Vorlagen. So, Alcácer kommt auch ins Rollen. Gut, Halbzeit 2 zu 0. Ja, Witzel kommt auf jeden Fall raus. Nicht, dass der gesperrt wird. Und ja, Sancho braucht seine Einsatzzeiten. Aber Brandt ist schlecht. Ich will nicht, dass er sein Rating so verschlechtert. Dann lasse ich den nochmal ein bisschen spielen. So, gut. Alle Spieler aufwärmen. Weiter geht's. Okay. Ja, komm, Brandt. Egal. Sancho braucht Spielzeit. Oh, Toprak mit dem Eigentor. Aber Delaney ist wieder da und macht das 3 zu 1. Sehr, sehr stark. Für 76. Ich werde noch einmal wechseln. Aber Philipp kommt für Alcácer. Kann Philipp auch noch mal ein bisschen Einsatzzeit sammeln. Ja, wow, jetzt hat sich Sancho verletzt. Ja, kommt Reus eben auf den linken Flügel. Ja, gut, dann war es das auch. 3 zu 1 gegen Moskau gewonnen. Ich hoffe einfach, dass Sancho sich nicht zu krass verletzt hat. Herausgesprungene Knie. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, das klingt schlimm. Okay, oh, 2 Wochen. Okay, danke. Ich dachte schon, das wäre jetzt 8 Monate gefühlt oder so, aber 2 Wochen, das geht. Kommt Wolf, Eggestein. Ja, und Diallo. Weiter geht's. Gut, jetzt spielen wir auch gegen Leverkusen. Da brauchen wir. Ach ja, ich habe immer noch die Taktik gemacht, aber bin ich nicht komplett blöd, Alter. So. Spielmacher ist Reus. Alcácer ist der Sturmtank. Das ist Flügel. Naja, Einsatz hoch. Zeitspiel brauchen wir nicht. So. Und die Laufwege. Und der hier ebenfalls bis. Hier, genau wie Pulisic. Die Rückwärtsbewegung, da geht Alcácer bis dahin. Brandt bis
bis hierhin, genauso wie Pulisic. Reus geht im Angriffsmodus dann hierhin ungefähr. So, dahin. In der Rückwärtsbewegung geht er bis hier. Alcaceres Rückwärtsbewegung ist bis hier. Witzel. Ah ne, der ist der defensivere Part. Der geht dann ungefähr bis hier hin. Und Delaney kommt mit bis dahin. Rückwärtsbewegung, dann gehen die hier. Und die an den Halbkreis. Guerrero geht in der Vorwärtsbewegung bis ganz weit hier hinten. Und in der Rückwärtsbewegung hier hin. Piszczek dorthin und dorthin. Toprak da. Kanji da. Da. So. In der Vorwärtsbewegung bis dahin. So habe ich alles gemacht. So. News Center. So, Sofortberechnung. Wir holen ein Unentschieden. In Leverkusen müssen wir hoffentlich bitte gewinnen. Es wäre. Oh, ja, das sind in unserer Zahl. Das ohne Stürmer. Jetzt und sie haben nicht gewechselt. Gut, ich lasse sie aufwärmen. Ah, Lars Bender trotzdem mit dem 1:0. Ah, Kacke. Und das sind Unterzahl. Ach, und das 2:0 auch. Ey, das kann nicht sein, Leute. Liegt das jetzt an der Taktik hier oder was? Kann doch gar nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein. Oh. Ja. Götze für Delaney. Werden die jetzt beide da spielen und er hier. Ah, wir sind angeschlagen, aber nicht K.O. Assistent. Und weiter jetzt. Komm, Leute, wir sind hier in Überzahl. Philipp kommt für Alcacer. Kommt schon. Holt noch den Punkt. So wird das aber nichts. So wird das nichts. Ah. Eggestein für Witzel und dann. Ja, vorbei. 2:0 in Leverkusen verloren. Schwache Leistung. Das muss auf jeden Fall besser werden. Jetzt sind wir auch noch Dritter. Wow. Ja. Und wer wird Spieler des Monats? Lewandowski. Knapp vor Alcacer. Hier war es ein 1:1. Ja, warte, wann kommt er wieder am 14.10. Okay, er kann nicht gegen Augsburg spielen. Ja. Weigel. Kagawa. Dahut. Nee, Dahut kommt für Weigel. Ich lasse jetzt erstmal ein paar Schwächere auf die Bank. Ja, Sagadu von mir aus. Au, obwohl. Ja doch. Komm. In Augsburg muss halt auch so ein Sieg her. Ja. Naja, gut, jetzt sind wir. Was ist da? Ach so, Gerüchteküche. Sind wir halt erstmal Dritter, aber ich hoffe, wir fangen uns noch bei 2:0 gegen Leverkusen mit so einer schlechten Leistung. Wenn wir uns da nicht verbessern, dann sehe ich schwarz. Vereinsmuseum macht immer noch Verlust, aber wir haben ja noch genug Geld. Gut, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Obwohl Augsburg ist Siebter, so schlecht sind die auch nicht. Aber trotzdem müssen wir da eigentlich gewinnen. Angebot für Pulisic? Nee, garantiert nicht. Gut, mit 3 Toren oder 2, ich weiß gar nicht, ich glaube 3.
Maximilian Eggestein. 10 Millionen? Haben für den 16 bezahlt. Garantiert kriegt ihr den nicht. Gut, die sind alle weg. Teamdynamik. Frustration, wer denn? Oh, ja. Ja, gut. Ups. Ich wollte nicht weg. Kanji, kann ich mit dir gerade reden? Nee. Hit? Nee, der ist auch weg. Diallo. Jetzt bräuchte ich in Topform. Nathan Ake. Okay, ist auch nicht verfügbar. Hakimi. So. Gut. Gehen wir jetzt weiter. Es läuft. Eine Niederlage und schon ist die Moral auch nicht mehr so gut. Und ein Vereinsmagazin. Trainingslauf. Zweite Mannschaft. Aufstellungsassistent. 2:2 gegen Essen. Ja. Gut. Gürki. Okay, der war wohl ganz gut. Ich wollte nochmal beim Finanzstatus, nee, nicht beim Finanzstatus, beim Sponsoring gucken. Und Freikarten. So, hä? Wait. Wann spielen wir denn gegen? Achso, im Pokal. Achso, die wollen Pokal spielen. Okay. Ich gebe den einfach mal 750 Stück. Sollten die nicht so rumheulen. So, Julian Weigel. Hier. Kanji. Gut. Alcacer. Okay, da kann ich jetzt nicht. Will nicht mal dasselbe sagen. Okay, du hast gut trainiert. So, gehen wir ins Spiel rein. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ich will nämlich einen Sieg sehen. Okay, Akanji direkt mit der gelben Karte. Ist ja noch kein Tor gefallen für irgendein Team. So, ich werde die Spieler und Augsburg führt. Finn Bogason mit dem 0:1. Was ist denn los jetzt, ey? Ja, wow, jetzt will ich hier keinen von allen wechseln, weil die schlecht sind. Ja, komm. Die Lady muss da jetzt raus. Ich dachte nicht, dass wir gegen Augsburg verlieren. So wie es hier gerade aussieht, schon. Ah, jetzt machen die auch noch was 2:0. Jetzt machen die auch noch das 2:0. Gut. Ja, und Wolf. Frage ist, bringt das noch was? Ja, anscheinend nicht. Ah, jetzt verlieren wir hier. Zwei Spiele mit 2:0. Es läuft nicht mehr. Es läuft einfach nicht. Jetzt sind wir auch noch Vierter. Ja, gut. Dann haben wir auch noch eine 14. Fritz ist frustriert. Sancho ist wieder fit. Ich will die Folge erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir kriegen hier noch die Kurve. Schreibt einen Kommentar für Verbesserungsvorschläge oder Tipps. Ja, andererseits lasst auch ein Abo da, wenn euch der Kanal hier gefällt. Und ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Und ciao.